Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls und zu einem kleinen Guide, wie ihr den Boss im 3.1 das Götzenbild besiegt. Und zwar, ich erkläre es euch mal kurz, ich habe jetzt, er ist eigentlich gar nicht schwierig, wenn man mal weiß, wie er funktioniert und was, auf was man achten sollte. Deswegen zeige ich euch jetzt hier einen kleinen, oder halte ich ein kleines Vorwort zu dem Boss, was ihr alles benötigt, also was nicht verkehrt wäre, wenn ihr gewisse Sachen dabei habt und ausrüstet. Und danach, nach einer kleinen Erklärung springen wir dann auch schon in den Bosskampf und ja, dann ist es eigentlich selbsterklärend, wie der Boss geht. Also erstmal ist wichtig, ich spiele die Magierklasse und spiele aber nicht mit Magie jetzt bei dem Boss. Also in gewisser Hinsicht schon, weil ich ja meine Waffen verzaubern tue, aber ich spiele eigentlich auf Nahkampf, weil Nahkampf ist mir in den ganzen Versuchen leichter gefallen. Wichtig an der Stelle ist, dass ihr zum Beispiel den Buff Waffenverzauberung mitnimmt. Das wäre der hier. Damit ihr euer Schwert verzaubern könnt. Da macht ihr natürlich viel, viel mehr Schaden an dem Boss. Und der Kampf dauert auch nicht so lange. Wenn ihr Waffenverzauberung nicht habt, wenn ihr kein Magier oder sowas seid oder ihr habt es noch nicht geskillt oder so, dann wäre hier unten Terpentin auch nicht verkehrt. So tut ihr euer Schwert dann in Flammen setzen und die macht dann dementsprechend auch viel, viel mehr Schaden an dem Boss. Genau. Das nächste wäre der Boss, also bei dem Boss triggern zwei Trophäen, also man kann zwei Trophäen halten. Das wäre zum Anfang die Götzenbild-Trophäe, also wenn ihr den Boss legt. Und dann gibt es noch eine Silber-Trophäe, das wäre die Trophäe ohne Ablenkung. Die bekommt ihr aber nur, wenn ihr nur Schaden auf den Boss macht. Also so habe ich halt gemacht, ich habe nur Schaden auf den Boss gemacht. Und ihr könnt die kleinen Ads natürlich, glaube ich, auch umbringen. Also ich habe, glaube ich, auch zwei oder drei gekillt gehabt. Die Trophäe ist aber trotzdem getriggert. Ich glaube, das war halt der Grund, weil ich die anderen Götzenbilder nicht angegriffen habe. Es gibt ja da, glaube ich, vier oder fünf Götzenbilder drin. Und eins von dem Götzenbild ist halt immer der Boss. Wie ihr den Boss erkennt, ja, ist eigentlich auch nicht so schwer. Der Boss ist ein Magierboss und der schießt immer so, ja, Seelenpfeile. So wie ich das halt auch immer gemacht habe. So eine Seelenpfeile. Warte mal, vielleicht schießt er jetzt. Sowas in der Art schießt ihr auf euch und ihr könnt das an zwei Sachen sehen. Die normalen Götzenbilder schießen so ganz, ganz kleine Seelenpfeile. Und der richtige Boss, der schießt halt ganz große. Das sieht man gleich, wenn die auf einen zufliegen, sind richtig große Bälle, richtig große Seelenbälle. Und da kennt man auch den Boss dann dran. Ne? Genau, des Weiteren ist es wichtig, sich immer schön hinter die Säulen verstecken, dass einem die komischen Magiedinger auf dem Boden nicht stunnen. Weil wenn man da gestunt ist, dann ja, ist halt sehr, sehr schwierig, dass man da wieder rauskommt und man kriegt dann auch richtig gut Schaden. Genau, das wären eigentlich so die Sachen. Ich habe so gemacht, zum Anfang auf den Boss zugelaufen, habe den gleich mal richtig viel Schaden reingehauen, natürlich meine Waffe gebufft vorher und meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn der wegteleportiert und sich wieder herteleportiert, der dann genau am anderen Ende von dem Raum ist. Also ihr müsst dann komplett in die entgegengesetzte Richtung, da wo ihr reingekommen seid, da steht auch dann normalerweise der richtige Boss. Zu zweiten. Im dritten Mal steht er ungefähr in der Mitte. Das zeige ich euch aber auch noch. Ich blende euch immer so ein bisschen ja, ein paar Anmerkungen ein, damit ihr das nicht übersehen könnt. Könnt ihr euch so ein bisschen dran halten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in den Bossraum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.